Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stardew Valley. Wir haben Tag 8 im Frühling. Wir können gerade mal schauen, wie das Wetter wird. Wolkig mit einer leichten Brise. Okay. Wahrsager. Fühlen sich neutral gesehen, der Tag liegt in unseren Händen. Und das Leben vom Lande? Lasst uns über Zäune reden. Zäune sind nützlich, um Unkraut fernzuhalten und eure Pflanzen zu schützen. Sie helfen Bauern aber auch dabei, ihr Vieh zusammenzuhalten. Zäune gehen nach einer Weile kaputt, aber Stein-, Eisen- und Hartholzzäune halten länger als gewöhnliches Holz. Okay. Wir haben Post. Meine Quellen verraten mir, dass du dich ein wenig im alten Gemeinschaftszentrum umgeschaut hast. Warum stattest du mir nicht einen Besuch ab? Meine Gemächer befinden sich westlich des Waldsees, im Steinturm. Ich habe eventuell ein paar Informationen bezüglich des Rattenproblems. M. Rasmodius Zauberer. Triff den Zauberer, okay. Wir gießen aber erstmal. Ich fasse es nicht. Einfach mal die Pflanzen kaputt hacken, weil man es kann. Weil ich Nudeln mal wieder nicht drauf geachtet habe, dass ich nicht die Gießkanne aktiv habe. Das ist nicht ganz intelligent. Habe ich noch Saatgut? Schauen wir gerade mal, aber ich glaube nicht. Dünger hätte ich, aber kein Saatgut. Nun denn. Schauen wir mal nach dem Zauberer. Ich würde da ganz gern schon, oh, da komme ich nicht durch. So ein Silo bauen. Eigentlich ganz gerne sogar vor den Hühnern. Ach, hier muss ich. Hier bin ich falsch, da muss ich runter. Weil das ganze Gras hier, was ist, das kann ich dann halt alles schon mal als Häuser, als Heu lagern. Das brauchen wir ja dann, um die Tiere zu versorgen. So, das war das Wort, was ich suchte. Oh, haben wir einen vergessen? Mitkommen? Danke. Nehmen wir natürlich mit, was hier so rumliegt. Schauen beim Zauberer vorbei. Ah, komm mal rein. Ich bin Rasmodius, Sucher der arkanen Wahrheit. Vermittler zwischen dem physischen und dem ätherischen. Meister der sieben Elementare. Hüter des Heiligen Grab. Du verstehst schon. Und du, Ravenkarl? Deine Ankunft habe ich schon lang vorher gesehen. Hier, ich will dir etwas zeigen. Sieh her. Du hast schon einmal einen davon gesehen, oder? Sie nennen sich Junimos. Es sind mysteriöse Lebensgeister. Aus irgendeinem Grund weigern sie sich, mit dir zu sprechen. Ich bin mir nicht sicher, warum sie sich im Gemeinschaftszentrum leben, aber es gibt keinen Grund, dich vor ihnen... Aber es gibt keinen Grund, dich vor ihnen zu fürchten. Hm. Du hast eine goldene Schriftrolle in einer unbekannten Sprache gefunden? Höchst interessant.
interessant. Warte hier, ich werde mir das mal persönlich anschauen. Ich bin gleich wieder zurück. Ich habe die Notiz gefunden. Die Sprache ist verworren, aber ich konnte sie entschlüsseln. Wir, die Junimo, helfen dir mit Freude. Als Gegenleistung bitten wir dich um Geschenke aus dem Tal. Wenn du eins mit den Wäldern bist, wirst du die wahre Natur dieser Schriftrolle sehen. Eins mit der Waldmagie. Was meinen sie damit? Schnüff, schnüff. Aha. Komm her. Mein Kessel blubbert nur so vor Zutaten aus den Wäldern. Babyfarn, Moosmaden, Karamellgiftpilze. Kannst du es riechen? Hier, trink aus. Lass die Essenz der Wälder in deinen Körper durchdringen. Oh oh. Das so gut war. Die Pilze waren, glaube ich, nicht die besten. Hätte man vielleicht rauslassen sollen. Sie verursachen Halluzinationen. Du hast die Kraft der Waldmagie erhalten. Jetzt kannst du die wahre Bedeutung der Junimo-Schriftrollen entschlüsseln. Okay. Dann entschlüsseln wir mal. Dum-dum-dum-dum-dum. Hoppla. Da stand was im Weg. 10.20 Uhr, dann können wir hier nochmal bei den Mädels vorbeischauen. Oh. Mädels sind aus. Die sind wahrscheinlich alle arbeiten, ne? Sie ist da, okay. Den Haushalt zu schmeißen ist eine harte Arbeit, aber irgendjemand muss es tun. Ja? Ich will genau wie mein großer Bruder sein, wenn ich groß bin. Okay, bye. Hey, du! Dieses Städtchen ist so klein, echt nervig. Ich muss fast 30 Kilometer fahren, um irgendwelche anständigen Klamotten zu kaufen. Deswegen bestelle ich normalerweise auch online. Haben die hier Internet? Hi. Oh, wolltest du etwas? Nein. Aber wir können hier noch am Strand vorbei. Vielleicht gibt es ja was für uns einzusammeln, abzustauben. Ganz viel liegt hier nicht. Tach. Hallo Elliot. Ich bin selbst relativ neu in der Stadt, aber ich fühle mich schon wie zu Hause. Ich bin nur ein Jahr vor dir hergezogen. Ah, da ist ein bisschen was. Meins.
Und das da drüben noch. Meins. Schauen wir noch beim Gemeindehaus vorbei. Schriftrollen entziffern. Schriftrolle ist es ja, glaube ich, ne? Wusstest du, dass ich der beste Quarterback der Schule war? Es ist wahr. Siehst du den kleinen Stern an meiner Jacke hier? Der beweist es. Ach, hi. Oh, hey. Du gönnst dir eine Pause von der Arbeit? Suche nach Erdkristall. Werde den Einheitspreis bei Lieferung zahlen. Nehmen wir mal an, der ist ja zeitlich nicht begrenzt. Es ist eine gute Jahreszeit zum Gärtnern, selbst für uns Nichtbauern. Das Tal ist bekannt dafür, ein paar der schönsten Frühlingsblumen zu haben. Wir hatten eigentlich Geburtstag. Und der Wind sind übermorgen, okay. Oh, da müssen wir hin. Dann wollen wir doch mal schauen. Handwerkskammer. Ne, Handwerksraum. Bündel Frühling. Wir brauchen wilden Meerrettich. Den hätten wir schon. Einmal. Lauch, Löwenzahn und Narzisse. Dann haben wir Bündelkonstruktion. 200 Holz. Das ist ein Wort. 7 haben wir. Zumindest dabei. Pilz, Wildpflaume, Brombeere, okay. Gewürzbeere, Weintraube, Edelwicker. Und Winterwurzel, Kristallflucht, Frucht, Schneesüßkartoffel und Krokus. Was haben wir hier noch? Die Exoten. Eichenharz, Ahornsirup, Kiefernteer, Kokosnuss. Okay. Gut, da haben wir nicht viel. Da gibt es noch einiges zu sammeln. Oh. Hi. Wenn ich mit einem technischen Problem kämpfe, mache ich immer einen Spaziergang. Ein Tapetenwechsel kann überraschend effektiv sein. Ich kann gerade mal gucken, wenn sie offen hat. Hat sie. Maro hilft mir manchmal im Labor. Sie ist ein gutes Kind. Was kann ich für dich tun? Hofgebäude errichten. Da wollte ich gerade mal gucken. Was kostet denn ein Silo? Wo haben wir es denn da? 100 Goldstücke, 100 Stein, 10 Kupferbarren brauchen wir. Okay. Ja, das wird so schnell nichts. Hühnerstall. 4000 Goldstücke. 300 Holz und 100 Stein. Okay. Da steht uns noch ein bisschen was bevor. Hier ist noch zu, oder? Ne, hier ist offen, okay. Das heißt, wir können in die Mine. 15.10 Uhr, aber wir können zumindest mal ein oder zwei eben. Wer bist denn du? Ich habe gerade einen Blick in diesen alten Minenschacht geworfen. Er ist seit Jahrzehnten verlassen. Trotzdem denke ich, dass es dort unten noch gutes Erz gibt. Aber ein dunkler Ort, ungestört für so lange Zeit,
Ich befürchte, Erze sind nicht das Einzige, was du dort finden wirst. Hier, nimm das, du wirst es brauchen. Oh, ein Schwert. Wir erhalten ein rostiges Schwert. Mein Name ist übrigens Marlon. Ich leite die Abenteuergilde da draußen. Ich werde dich im Auge behalten. Beweise dich und ich werde mir überlegen, dich aufzunehmen. Dann schauen wir mal. Zumindest können wir hier mal ein bisschen Steine und so sammeln. Solange es nicht zu spät wird und wir noch genug Energie haben. Oh, ein Fall. Achso, ne, wir haben ja den größeren Rucksack. Da passt ein bisschen was rein, okay. Läuft. Ich dachte gerade schon, wir wären wieder voll, aber wir haben ja schon die erste Ausbaustufe. So, da geht's abwärts, aber die nehmen wir jetzt auch noch mit. So. Und nach unten. So, haben wir zumindest schon mal was Kupfer. Einen Schmelzofen müssten wir bauen, ne? Oh, eine Geode. Du hast eine Geode gefunden. Der örtliche Schmied kann sie dir aufbrechen. Er weiß, was darin verborgen ist. Das Erz nehmen wir natürlich auf jeden Fall mit. Stein brauchen wir im Moment auch noch eine ganze Menge. Achso, wir haben auch direkt Kupfer bei uns neben dem Feld, ne? Oder am Feld. Fällt mir da gerade so ein. So, Schwert. Die sind nicht so ganz fürchterlich, die sind... Ich sammle jetzt mal hier oben. Auch wenn wir eigentlich nicht alle Steine sammeln müssten, aber... Wir sind auf der Etage 2. So, wir sind dann jetzt auch gleich K.O. Haben wir nochmal eine Geode gefunden, schön. So, dann gehen wir jetzt auch heim. Mine verlassen. Den Aufzug können wir leider noch nicht nutzen, weil der zählt erst ab der 5. Stufe. Also jede 5. Stufe oder jede 5. Etage, sagen wir es mal so. Ah, da haben wir Lauch. Den brauchen wir fürs Gemeindehaus. Heißt, wir sollten den jetzt erstmal nicht verkaufen. Oh, und braucht Wasser. Wasser und Liebe. So, das packen wir noch hier rein, was wir nicht brauchen. Den da, den da. Das behalten wir. Ist nicht viel, was wir heute verkaufen können. So, Stein, Holz, Kupfer, Kohle. Das Fleisch behalten wir auch. Okay. So, und dann sage ich mal gute Nacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir den nächsten Tag erleben. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.